Die Ibuprofen, Folge 58. Wir starten das Kapitel 14, Hintergedanken. Joseph. Ja. Du darfst nicht tot sein. Ja, Joseph darf nicht tot sein. Der wurde in der letzten Folge einmal mehr über den Haufen geschossen. Und ja, mal sehen, wie es ihm geht. Es ist ja, ich habe lange versucht, diese Story ernst zu nehmen. Ich bin immer noch sehr gespannt, wie es letztendlich ausgeht, auch wenn ich auch echt befürchte, dass es so ein richtiges 0815-Ding wird. Aber es gibt ja sehr viele, die diese Story von Anfang an total misstraut haben. Und ja, man muss ja auch sagen, sie hatten allen Grund dazu. Aber naja, wir werden sehen, wie es ausgeht. Können wir uns was zu trinken holen? Jawohl. Warte, nein! Oh, mir ist eins entkommen. Verdammt, ich hätte die Munitionssparend eigentlich verdappen sollen, aber was soll's. So, auch sieht das schön aus hier. Green Line sind wir, in der U-Bahn. Ich spare mir jetzt mal das Geschleiche. Hier wird schon nichts sein. So, grünes Zeug. Wenn ihr euch wundert, warum ich hier so flugs durchrenne, das liegt daran, dass ich genau diesen Abschnitt gerade eben schon gespielt habe. Ich habe schon eine Folge aufgenommen gehabt, genau die hier. Und danach festgestellt. Guck, das wusste ich nicht mehr. Dass mal wieder die Tonspur kaputt war, beziehungsweise das Video wieder asynchron zum Bild war, zum Ton war. Daher muss ich das jetzt leider nochmal spielen. Ich finde es genauso scheiße wie ihr. Aber, naja. Wir haben Gott sei Dank in der Folge, die ich aufgenommen habe, nicht viel geschafft, weil ich sehr viel Unnötiges zwischendurch gemacht habe. Was ich jetzt lassen werde. Daher. So, erstmal sammeln wir ganz viel grünes Zeug ein, das wir dann nachher zum Aufleveln benutzen können. Da ist eine Wegplatte. Oder Kartenfragment oder wie der Scheiß heißt. So. Das war's hier, glaube ich. Jawohl, sieht so aus. Dann wieder da raus. Und wir bekommen gleich einen Speicherpunkt. Aber bevor wir da reingehen, würde ich kurz gerne da runter gehen. Wie gesagt, das weiß ich jetzt natürlich schon, aber es lohnt sich einfach. Werdet ihr gleich sehen. Oh, dann merkt man wieder, der war vorher zum Beispiel ein anderer Zombie, das war vorher kein Polizist. Ach komm, aber der Fake Rubik da unten war vorher auch schon da. So, wir nehmen einmal das hier mit. Dann kümmern wir uns um den, wenn er hier... Och fuck. Kommt das Viech hier hoch? Nee, oder? Das wäre unfair. Ja, logisch. Klar. Die Rolltreppe hoch. Zünd ihn doch an! Weißt, sein Viech kann über die Treppe laufen, aber wir können ihn nicht auf der... Der lebt ja immer noch. Aber wir können ihn nicht auf der Treppe anzünden, jetzt. So. Keine Sorge, wir gehen gleich noch speichern, aber... Wie gesagt, ich weiß, was hier noch gleich auf uns zukommt, beziehungsweise was wir noch mitnehmen können. Hallo. So. Aua. Ach komm. Das gibt's doch nicht. Vorher habe ich es immerhin munitionssparender geschafft. Alter, wenn der mich jetzt killt, drehe ich durch. Ja.
Wir können das Medipack mal einsetzen, das wir vorher aufgesammelt haben. Vielleicht eh besser, wenn wir das nicht in einem Kampf machen. Wie der da noch die Treppe runterkommt. Respekt, ne? So. Aufpassen, hier um die Ecke ist nämlich eine Bombe, die habe ich mir gemerkt. So. Alright, gut. So, da geht's weiter. Da wollen wir noch nicht hin, jetzt gehen wir kurz speichern. Ich wollte eigentlich bloß kurz das grüne Zeug hier überall einsammeln, das wir dann gleich zum Aufleveln verwenden können. So. Bevor wir jetzt hier reingehen, machen wir noch einen kleinen Abstecher hier rüber. Das habe ich so cool hinbekommen, ohne zu wissen, wie ich es gemacht habe. Hier drin ist nämlich ein sehr netter Herr, der irgendwie aus irgendwelchen Gründen mit den Bolzen um sich schießt. Und sowas ist tödlich. Der hat das ganze Zimmer vermint. Hier entschärft die mal alle. Das ist... Besser ist das. So, nochmal. Viel grünes Zeug. Ah, 17.000. Guck, jetzt haben wir nämlich mehr, als ich das letzte Mal hatte. Jetzt können wir irgendwas von den großen Sachen aufleveln. Plus ein bisschen Munition haben wir jetzt eingebüßt. So. Das Tagebuch, das wir vermutlich wieder nicht runterscrollen können. Notiz von Myra, mein lieber Sebastian, wenn du diesen Brief erhalten hast, dann, so fürchte ich, ist das Schlimmste eingetreten. Meine Nachforschungen sind der Wahrheit zu nahe gekommen. Du wirst mich wohl nie wiedersehen. Es tut mir leid, dass ich es dir verheimlicht habe, aber das war nur zu deinem Schutz, entweder vor der Wahrheit oder vor meinem Wahnsinn. Ja, Wahnsinn. Ach, guck mal, jetzt kann ich runterscrollen, mal wieder. Du wirst mich wohl nie wiedersehen. Achso, das hatten wir schon. Entschuldigung. Ich habe dem Brief eine Kopie meiner Aufzeichnung hinzugefügt. Ich hoffe, dass du sie niemals erhältst, aber falls doch, liegt es an dir zu beenden, was ich angefangen habe. Bitte tu es für mich, tu es für Lilly und für mich. In ewiger Liebe, Myra. Alles klar. So, dann mal kurz im Schnellverfahren speichern und aufleveln und alles. Sollten Sie nicht vielleicht Ihr grünes Gel benutzen? Ja, ja. Mache ich ja schon. Gute Dame. Ich verstehe nicht, was es mit diesem Spiel manchmal ist, dass der Ton dermaßen, also es läuft alles ganz normal, bloß der Ton ist halt dann dem Video so teilweise 8, 9 Sekunden hinterher. So, wir können die Spritzenwirkung erhöhen. Das ist das einzige von den großen Sachen. Dann machen wir das doch mal. So, und dann sparen wir wieder ein bisschen. Ich glaube, auf diese großen sollten wir vielleicht ein bisschen Wert legen, wobei wir haben wahrscheinlich eh nicht mehr so viel Zeit, das alles zu perfektionieren. So, dann holen wir hier kurz mit unseren zwei Schlüsseln was ab. Grünes Gel. Und ein Bolzen. Ne, eine Spritze. Das letzte Mal war es ein Bolzen. Sogar zwei Spritzen, cool. So. Dann noch kurz da raus. Es gibt nämlich Neuigkeiten, sowohl einen verschwundenen als auch einen Zeitungsausschnitt. Feuer in Büro, Büro mit Verbindung zu Auslandsgeheimdienst abgebrannt. Erste Festnahmen, ein Gebäude des Sozialdienstes ist in der Gemeinde, ist abgebrannt. Es besteht der Verdacht, dass die Einrichtung als Tarnung für den Auslandsgeheimdienst diente. Unfassbar. So, dann kommt jemand, den kenne ich gar nicht, ehrlich gesagt. Ivan, vermisst Ivan Diaz, der freie Journalist, kehrte von seinen Recherchen für einen Artikel nicht zurück. Seine Kamera und sein Notizbuch wurden in Elk River gefunden. Müssen wir den kennen? Das Gesicht kommt mir irgendwie ein bisschen bekannt vor, aber das kann auch aus irgendeinem anderen Spiel oder Film sein. Daher. So, annehmen. Gut. Dann können wir weiter. Das hat das letzte Mal viel, viel länger gedauert, weil ihr werdet gleich sehen, ich sage euch gleich, bis zu welcher Stelle ich in der letzten, beim ersten Versuch, diese Folge aufzunehmen, gekommen bin. Das war deutlich weniger weit. Unter anderem auch, weil ich einmal gestorben bin, weil mich dieser Fake Rubik da mit diesen komischen Armen angegriffen hat und ich zu langsam war. Haben wir jetzt ja Gott sei Dank alles schon hinter uns. Wir könnten kurz Bolzen herstellen, wir haben nämlich kaum noch Explosivbolzen.
Okay. So, wir sind genau gekommen in der letzten Folge, also weil ich, als ich das letzte Mal probiert habe, genau bis hier. Was also ab jetzt passiert, wenn wir hier gerade auslaufen. Und ich habe schon beim letzten Mal gesagt, sehr einladend. Mal sehen, alles was jetzt passiert, kenne ich auch noch nicht. Oh, und da gab es schon einen Savepunkt. Ach schön. U-Bahn. Die U1 nach Serpent Road in 5 Minuten und in 8 Minuten fährt die gleich nochmal. Die fährt also alle... Hä? Das ist ein komischer Rhythmus. Oh Gott, noch mehr Rubiks. Und Zombies und alles, was man lieb hat. Und bewaffnete Zombies, auch toll. Ah, das sind Polizeizombies, cool. Super, super. Die habe ich am liebsten. Vor allem, ich bin ein bisschen leichtsinnig mit der Munition umgegangen. Der Rubik macht mir eigentlich am meisten Sorgen. Den müssen wir schnell umnieten. Und dann verbrennen. Gott, hier liegen auch noch so viele rum. Der hängt da auch nicht mehr lang. Ich probier jetzt mal... Ja komm, ich hab den neben dem angezündet und er lebt noch. Oh Gott. Das war keine gute Idee. Naja, oh Gott, des Willen. Okay, ich glaube die Idee mit dem Rausstürmen ist nicht so gut. Wir haben dummerweise keine einzige Kugel mehr für unser Snipergewehr. Haben wir eigentlich noch Granaten? Das können wir gleich mal noch rausfinden. Guck mal, da ist Munition für das Snipergewehr. Die Frage ist, wie schlau sind die? Aber ich glaube eigentlich nicht, dass die uns, dass die kapieren, dass wir hier sind. Ich sollte ihn bloß beim ersten Schuss erwischen. Sehr gut. Das hat da keiner geblickt. Außer er. Und der andere, ja super. Och nö. Och nö, das ist doch scheiße. Letzte Zeit frustriert mich das Spiel sehr oft. Sollten diesen Fake-Rubik halt echt tot kriegen, bevor er dieses Viech da beschwört. Dann sind wir in der Regel echt tot. Ich probiere es trotzdem nochmal so. So, okay, ganz ruhig. Nein, weg da, weg da, weg da. So. Jetzt lasse ich sie mal in Ruhe kommen.
Scheiße, Magnum verschwendet. So. Ist doch halb so schwer. Ich weiß gar nicht, was ihr euch so aufregt. Huh. Das war lustig. So. Nachladen. Können wir das Snipergewehr wieder auf 4? Ne, auf 4. 4! Und die auf 3. So. Ich glaube, das war das, die schlauste Art, wie wir das jetzt hätten gerade machen können. Wie gesagt, sobald wir dem Rubik-Viech da ein bisschen zu viel Zeit lassen, können wir vor diesem Arm-Monster da wegrennen. Oh, da können wir es entschärfen. Ah, guck an. Ich glaube, wir haben es vorher schon auf unsere eigene Art entschärft. Streichhölzer, da war noch irgendwas. Ach, eine Flasche. Ah, das war jetzt vielleicht auch nicht so schlau. Liegt da noch was? Nö. Ist hier noch irgendwas? Kommen wir da rein? Ja. So, hier scheint nichts mehr zu sein. Gut, dann würde ich sagen, dann hoffe ich mal, dass das mit dieser Folge jetzt geklappt hat mit dem Audio. Und dann sehen wir uns in der nächsten Episode wieder bei The Evil Within. Und ja, da gucken wir mal, was uns hier in der U-Bahn noch so alles erwartet. Bis dahin, tschüss, bye bye.